Oh, mal los. Wenn hier auch Digimon kommen. Da ist ein so ein Teil. Da müssen wir aber erstmal kämpfen. Okay, ich kann jetzt ein Horomon machen. Generate von allen Digimon werden gesammelt und die Digimon werden im Digiführer deines Digivice registriert. Im Digilab kannst du Digi konvertieren und genaue Infos durchsehen, indem du dich Digitation und Digitation mit einem Digimon anfreundest. Nur registrieren, detaillierte Durchsuchung von Daten möglich. Ja, mach mal den Zahnratzer mal. Die hauen aber ganz schön drauf, ne? Wieso dürfen die gegnerischen Digimon immer zweimal angreifen in der ersten Runde? Ich verstehe das nicht. Tut auf jeden Fall sehr weh. Ich meine, ich schaffe jetzt auch zweimal hintereinander angreifen, ne? So ist es ja nicht. Mal wegklatschen, Skoromon. Und dann, ja. Zahnratzer mal immer auf das Skoromon. Da sollte ich am besten direkt teilen nach dem Kampf, ne? Ja, hau drauf. Weil Hagurumon wurde schon ein bisschen angeschlagen, ne? Denn abgeschlossen. Was hat er erhalten? Kann ich jetzt... Ich kann noch nichts machen. Item. Ja, TP-Kapsel auf Hagurumon. Was? Es wurde vollständig geheilt. Wieso? Vielleicht sind das spezielle Kämpfe. Kapitel 1. Wie viele Kapitel hat das Spiel? Ich meine, es ist ein bisschen zu früh für sowas, aber würde trotzdem gerne wissen. Aber wenn ich... Ach, ich raff das jetzt. Wenn ich meine Spezialmoves einsetze, dann... Dann dürfen die zweimal hintereinander angreifen, ich verstehe. Nanomaschinen-Gedöns. Oh, stimmt ja. Zunummern macht mir ganz schön viel Schaden. Hauen wir das kaputt. Eine Zunummern-Medaille. Ist hier vielleicht noch irgendwie was? Ja, da ist ein Avatar-Teil. Wow. 3 Uruki-Level. Typen und Attribute. Alle Digimon haben Typen und Attribute mit jeder eigenen Affinität. Die Typus als Digimon wird mit einem Symbol oben links in der Werte angezeigt. Sein Attribut wird farbig gekennzeichnet. Bei der Zielauswahl wird gute Affinität mit einem roten Zielring angezeigt, schlechte mit einem blauen. Okay. Nicht andersrum. Denk dran, wenn du ein Angriffsziel wählst. Gib vier Typen Virus-Serum-Dateiung frei. Angriffe eines Typus mit einem guten Affinität verursacht doppelten Schaden, während Angriffe eines Typus mit schlechten Affinitäten den halben Schaden verursacht. Also Virus muss Datei angreifen. Angriffe mit guten Attributen verursachen eineinhalb Schaden. Fertigkeiten versuchen über das Attribut jeweilige Fertigkeiten. Schwäche, Dunkelheit, Licht gegenseitig Schaden, neutral. Wir haben elektrisch, müssen gegen Wind. Erde, okay. Soll das rot sein? Rot war gut, ne? Deswegen setze ich das mal ein. Gut, erstmal kurz zum Mann besiegt. Dann ratzt er mal. Okay, du bist Virus. Erstmal Sayak. Sayak, was für ein Mann? Ich muss dringend nach dem Kampf hier heilen. Also nicht nach dem Kampf, sondern nach der Runde.
Weil ja, die Nummer ist ein bisschen am Verrecken. Item ist TP-Kapsel. Wird erstmal normal angeworfen. Siakam. Ich habe wieder nicht genau gelesen. Siakamon? Jetzt mit Biomon kaputt hauen. Nanomaschine. Ich mach mal das hier. Natürlich doof, da das ein Serum-Digimon ist. Das Haus ist einfach so kaputt. Gut. Ein Topaz und Geschwindigkeitszusatz, eh. Wieder ein Avatar-Teil. Avatar-Teil erhalten. Hier, die Line. Bei einer schnellen Antwort beeindrucken. Manchmal geht es schneller als gedacht. Items hier. Das ist ein Topaz. November Geburtsstein Nokia zum Umwandeln in Geld. Also, okay. Geschwindigkeitszusatz E. Geschwindigkeit 5 plus 5 Ausrüstung. Okay, wo kann ich mir die Digimon ausrüsten? Einstellungen. Ausrüstung hier. Dann sind wir schneller. Also, Hagurumon ist schneller. Also, bist du geheilt? Ja. Ich. Lass mich speichern. Darf ich speichern? Speichern mal kurz. Da kann ich lang, aber ich würde erst hier lang wahrscheinlich. Nein. Nein, Pavumon. Okay, 120, was? Gefahr daneben. Shadow Slime. Verbündete und Gegner können in Kämpfen von besonderen Shadow Slime betroffen werden. Shadow Slime haben eine einzige artige Wirkung, die TP-Minderung bei jedem Zug oder Werteänderung. Alle Shadow Slime werden nach Kampf aufgehoben. Ah, das ist ja gut. Nach bestimmter Anzahl von Zügen. Wert kann nicht kontrolliert werden. Greift Gegner und Verbündete zu wieder an. Gelähmt für bestimmte Zeit. Bewegungsunfähig, Schlaf, bewegungsunfähig, Betäubung. Mit Geschwindigkeit und setzt die Gewinn in der Aktionsreihe vor zurück. Vergiftet, verliert TP am Ende der Interaktion, Verlustmenge zeigt mit der Zeit per Pixel, Verwandlung zu Sprite, kann Fähigkeit nicht nutzen, halt dich von selbst, Fehler, fährt die Typusaffinität um. Also zwei Veränderungen wie erhöhte Angriff oder gesunde Verteidigung dauern nach der Aktivierung 5 Züge an. Wird währenddessen die gleiche Veränderung aktiviert, fangen die 5 Züge erneut an und der Effekt wird kombiniert. Angriff, Verteidigung, Initiative, Geschwindigkeit, Treffer, kritisch. Was ist GW? GW, also, keine Ahnung. Angriff, Verteidigung, Initiative, Geschwindigkeit. Erstmal draufhauen. Ein paar Wohnmedaille, ein paar Wohnen habe ich schon 120%. Avatar-Teil erhalten. Ich hoffe nur, das Tentakeltier. Tentakeltier. Das Tentakelvieh. Wie auch immer. Ich hoffe nicht weg. Da ist noch ein Avatar-Teil. Hier sind sogar Kisten. Eine SP-Kapsel C erhalten. Was ist denn eine SP-Kapsel? Also die Sachen. Ich wusste nicht, dass die dotiert sind mit C und sowas. Export. Export. Hier aus dem Kampf. Okay. Ein Mojimon. Ne, Puyomon. Und ein, was war das? Ein Tsunomon. Holzkomo so ein KAM. Kostkomo kann auftreten, wenn mindestens zwei oder mehrere Verbündete auf der Seite nacheinander stehen.
Holzkomos für bessere Angriffe und Fertigkeitseffekte mit Hyperverbündung der Digimon. Effekte von Crosskomos werden in vier Typen unterteilt. Chain Attack, Angriff erhöht die Anzahl der Treffer, Damage Up, Angriffsfertigkeit erhöht den Schaden, Heal Up, Wiederherstellungsfertigkeiten, versteckte Wiederherstellung, Skill Up, Werte verändern der Fähigkeiten, versteckte Veränderung. Okay. Die Wahrscheinlichkeit von Crosskomos wird auf der Zeitleiste angezeigt. Je höher die Zahl, desto höher die Chance. Wahrscheinlichkeit niedrig. Bei Angriffen plötzlich Leistung, und die Demon kann mit der Kameradschaft haben eine höhere Aktivierungswahrscheinlichkeit. Ah, Kam heißt Kameradschaft. Wahrscheinlichkeit hoch. Okay. Ich sollte Hagurumon, nicht Hagurumon, Hagurumon erstmal weghauen. Kameradzermal mal. Na, der tut mir weh. Überblasen pusten. Das tut auch eigentlich ganz weh. Riesenhammer. Meine Güte. Auf Zungemann. Besiegt. Ja, erstmal das hier. Also Maschinenbruch 1. Und besiegt. Hätte ich wahrscheinlich auch draufhauen können, ne? Dann wäre es trotzdem besiegt gewesen. Scan abgeschlossen. Dass sie digitieren, dauert ganz schön lange, weil Level 14, also bis ich das fertig habe, könnte noch ein bisschen dauern. Aber Tatatat erhalten. Sehe ich wieder normal aus? Ah, ja, okay. Hm, jetzt siehst du wenigstens wieder normal aus. Keine perfekte Lösung, aber schon mal ein großer Schritt. Ziel wurde erreicht, komm zurück im Büro. Wie, du weißt nicht, wie du zurückgelangst. Lach dich einmal aus, wie sonst auch. Da du über ein Terminal des Büros hineingelangt bist, solltest du auch wieder aus einem herauskommen. Aber ganz ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was in dem Fall passieren wird. Probieren wir es einfach aus. Was, wenn deine Daten im Netzwerk verstreut, dann rette ich, was ich kann. Hier war ein Scherz mehr oder weniger. Ich geh zurück. Das ist der Ausgang, aber ich gehe trotzdem zurück. Da war nämlich noch eine Firewall, die ich knacken kann, glaube ich. Müssen wir mal gucken, welche Stufe sie hat. Ich glaube, die war eher Stufe 1. Okay. Du hast es doch nicht verdient, weiterzukommen. Weil du die Kraft und Chance von Attacker unter Wurst gestellt hast, öffnet sich dir der Weg. Okay, der Penner lässt mich aber nicht durch, okay. Gehen wir also zurück. Eigentlich möchte ich gerne zu Mirai. Damit ich hier die Digimon, mir ein zweites Digimon holen kann. Aber Pavumon kaputt. Zumindest habe ich jetzt versucht. Okay, nochmal auf Pavumon. Ja, Palmwolke. Für ein Koromon. Zahnarzt da mal, ist halt stärker, ne? Normaler Angriff. Unterherrlich. So, dann gehen wir wieder zurück. Hat sich ja gelohnt, zu dem über Firewall zu laufen. Nicht. Okay, dann. Loggen wir uns mal aus. Die Ausdruckbereich ist immer noch defekt. Aratas Lösung war wohl nur provisorisch. Okay. Das hätte ich früher mal testen sollen. Jetzt muss ich wieder zurücklatschen. Schon wieder. Ich möchte gerne gegen stärkere Digimon kämpfen. Also nicht zu starke, aber
Baby und in Training brauchst du nicht wirklich. Fertigkeiten. Ja, darauf. Weil ich möchte gerne leveln und digitieren. Hau drauf. Ich dürfte ja reichen, weil ich bin ja nochmal dran. Ah, Mist. Hätte ich das gewusst, hätte ich einen Spezialangriff gemacht. Das sah aber auch knapp aus, sodass man es besiegen könnte. Okay. Benutze mein Item, eine TP-Kapsel. Aber aus Sicherheitsgründen. Wenn ich schon mal im Menü bin, kann ich noch mal speichern. Komme ich jetzt da lang? Ja. Das wäre es ja, wenn ich jetzt da lang könnte. Da sind 200%. Ein paar Wummern habe ich jetzt 200% und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Dass ich jetzt zweimal ein paar Wummern machen kann oder was heißt das? Oh, ein Level. Also ein Erfahrungspunkt für ein Level Up. Das ist noch nicht verdient, weiterzukommen. Okay, dann muss ich noch Mirei anschalten. Das weiß ich auch nicht, wo lang. Das hier. Das Ding war, glaube ich, immer da, ne? Ich hab noch nicht drauf geachtet. Ah, hier ist tatsächlich ein Ausgang. Okay, aber ich will gerne nochmal nach Mirei. Aus dem Digilab. Und ich mache mir dann ein paar Digimon. Digimon laden. Mein Dämon ist zu stärken, lass das andere Dämon absorbieren, so steigt sein Level. Je besser das Level und die Fähigkeiten zu absorbieren Dämon, desto besser die Wirkung. Immer das absorbierte Dämon verschwinden. Ja, damit habe ich schon gerechnet. Ich will nicht Digimon laden, ich möchte Digi-Umwandlung. Dämon mit einem Scammer von mindestens 100% können später im Digilab materialisiert werden und zu verwenden gemacht werden. Der maximale Scammer beträgt 200%, je höher der Scammer, desto besser die Fähigkeit, die Digimon bei der Erschaffung erhalten. Digimon-Wandlung. Okay, ich kann mal. Kann ich mir jetzt alle drei machen? Nochmal erstmal ein Koromon. Koromon umwandeln. Da ist sogar ein Ei. Und es ist direkt ein Koromon. Ist ja interessant. Blasen. Was für ein Level bist du? Level 1, okay, maximal Level 9. Dann mach ich mal ein paar Pokémon. Ja, ist jetzt schon am Überspringen. Nee, komm. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, so mega interessant sieht es noch nicht aus. Dass da einfach so ein Ei aufgeht und dann ein Hoyomon rauskommt. Humon hätte ich gern, Gotsumon und Siakumon. Und Kurisarimon sowieso. Ich glaube, ich sogar ein Champion-Level. Steht das denn, was für ein Level die haben? Da Werte. Da Champion. Wookie, 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 Baby, Baby, Ausbildung. Okay, dann tue ich mal meine Digimon sortieren. Ah ne, ich muss sie erst ins Team nehmen, ne? Digimon verschieben, hier ist Digimon kann verwaltet werden. Digimon-Gruppe, die Digimon, die mit dir reisen kannst, du bis zu 11 Digimon mitnehmen. Ein Ort der Aufbewahrung von Digimon. Digimon können direkt nach der Digimon-Umwandlung her, die Digibank. Am Insel Digifarm und Digimon großzuziehen auf einer Insel ist Platz für bis zu 10 Digimon.
Die Hüppen speichern Speicherbedarf. Das für Digimon benötigte Digivice hat eine eigene Kapazität. Du musst darauf achten, dass der Speicherbedarf deiner Digimon-Gruppe und diesen Gruppenspeicher bleibt. Und deine Gruppenspeicher zu vergrößern, du hast Speicher-Ups, um deinen Gruppenspeicher zu vergrößern. Okay. Kann ich jetzt eigentlich. Nee, was war das? Genau. Also die verschwinden, wenn ich die. Also die müsste ich neu scannen, um neue Digimon zu machen. Digimon verschieben. Digibank. So, Digimon-Gruppe. Muss aufpassen, dass ich nicht eins der Digimon nehme. Okay, Blickspeicher 3, 4, 2, 2. Was ist, wenn ich jetzt Digi-Umwandlung? Datenumwandlung? Nein. Digimon laden. Wenn ich jetzt zum Beispiel Paarbumon nicht haben will, will ich aber. Zum Beispiel Pojomon könnte ich jetzt nach Agumon geben und dann wird es stärker. Ich heil mal. Echt? Da ist das nix. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Und dann habe ich hier meine Digimon. Ja, eine bunte Truppe. Ich laufe mal ein bisschen Kreis, um einen Kampf zu initiieren. Wenn hier keine Kämpfe kommen, dann muss ich nochmal hier weggehen. Voilà, wir gehen einfach raus, komm. Rollon-Ebene. Aufsloggen. Ja.無事に戻ってこれたじゃないか。当然の帰結。推測通りの結果だが。しかし、よくよく現実離れした能力だ。物理法則に律儀に従っているのは物質生命体としての本能的な恐怖によるものかな。本当に興味深い。邪魔するよ、京ちゃん。え、スタステン。 相変わらず物音一つ立てません、ね、おじさん。おっとすまん、またやっちまったか。それとその呼び方もいい加減改めてもらえませんか。子供の頃の呼び名ですよ。人前ではさすがに気恥ずかしい。京ちゃんこそいい加減諦めてくれないかい。俺にとっちゃ京ちゃんは京ちゃんだよ。Is this your father? いくつになっても美人のすご腕探偵になってもな。 それで、いつからそこに？今来たところだが、なんかまずい。ああ、先客がいたのか。すまんすまん。依頼話の最中だったのかな。いえ、この子は依頼人ではありますが、少し毛色の異なる存在でして。おお、では何者だい。 Das ist ein Geheimnis. Ich bin ein Hilfsdetektiv. Das ist ein Geheimnis. Ich meine, jemand kennen müsste. Er ist Polizist. Ach, er ist nicht ihr Vater, er ist ein Freund von ihrem Vater. それで、何か事件ですか？依頼でしたらどうぞソファーにかけてお待ちを。今美味しいコーヒーを入れて。いやー、いい。
今日は依頼じゃない、コーヒーはいいよ。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。今日聞かせていただきましょうか。アステノース。Muss wahrscheinlich rausgehen. この子なら大丈夫ですよ、おじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか、京ちゃんのお墨付きなら問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している例の特別病棟の噂だよ。Sind das Eden-Syndrom? おっと、未来の専門家さんにはエデン症候群の説明が必要かい？いや。お願いします。エデン症候群ってのはエデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、そのまま目覚めなくなる奇病だ。年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、未だ多くが謎に包まれている。セントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟、特別病棟があって、そこでは研究および回復処置を行っているが、妙に情報統制が厳しくてな、患者の家族も立ち入れない秘密の隔離施設があるとか。紙代のイメージダウンになるのを恐れて事実を隠蔽しているんじゃないかなんて噂もある。今回の件も噂の息を出ない類ではあるんだが、近くセントラル病院の背後が動き出しそうだ。背後、紙代エンタープライズですね。ああ、セントラル病院は紙代の息がかかっている。エデンネットワークの運営元である紙代のな。発症患者の増加、症状の重篤化傾向、それらが明らかになりつつある今、紙代が黙っているはずがない。普段の病院で人の出入りが激しくなっている。特別病棟のセキュリティも強化されるらしい。これは何かある。ようやくですね。ああ、やっとだ。やはりコーヒーを入れてきますよ。景気よく乾杯といきましょう。おっと、そろそろ署に戻らないと。悪いが、乾杯はまたの機会にしよう。じゃあ、またな。Der muss aber schnell weg. 君、京ちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。特に色と固形物にはな。Ach, deswegen will er keinen Kaffee. ほら、いつか京ちゃんのコーヒーを鑑識に回す日が来るんじゃないかと。そいつはシャレになんねえよな。Nee, danke. Ich will auch den Kaffee. 聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。背後で紙代の統制が行き届いているからな。そしてこれからさらにセキュリティは厳しくなる。エデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。タイミングを同じくして紙代も動くという、これは偶然か？いな、必然だ。この上なく明白な論理だ。推理するまでもない。私はこれからセントラル病院へ向かう。セキュリティ強化の前に可能な限り情報を引き出す。君もぜひ同行してくれたまえ。君の状態に関する情報も得られるかもしれない。求めよ、さらば与えられん。叩けよ、さらば開かれん。いや、君の場合開けごまが適当か。OK。Da ist ein
digitales Netzwerk-Dingens. Hast du, in solchen Momenten gehe ich meistens direkt die Offensive. Versuchen wir mal direkt zu bitten, auf die Sonderstation des Krankenhauses zu dürfen. Ein direkter Angriff? Na, ich weiß nicht. Was kann ich denn noch tun? Gebe dir später Anweisungen. Sammelt bis dahin Informationen im Krankenhaus. Fragen sind das Fundament der Detektivarbeit. War kein Witz, als ich gesagt habe, du kannst dich auf dieses Gebiet spezialisieren. Mein liebes, künftiges Helferlein. Studiere Allgemeinmedizin und schreibe meine Aktivitäten in eine Akte oder werde ein Junge mit schönen Apfelbäckchen. Hat erstmal viel Spaß. Hihi. Was? Was labert die? Was ist das denn? Sieht ja gut gelaunt aus. Und schaut mich an. Schüchternes Mädchen. Hallo, was schaust du denn so? Hallo, kennen wir uns? Geh weg, sie geht sie. Zentralkrankenhaus. Kann ich direkt mit euch reden? Ja. Tut mir leid, ich bin sehr beschäftigt. Wir haben zu wenig Ärzte und Schwestern. Okay, bin ich. Wenn du einen Termin hast, melde dich bitte an und warte an der Rezeption. Okay, hier ist nichts. Ich habe die Karte. Was ist ein Kind? Okay, mit dem Kind kann ich nicht interagieren. Hallo. Bist du hier, um jemanden zu besuchen? Der normale Station ist im 12. Stock. Ach, ich glaube, ich habe mir eine Erkältung angefangen. Ich habe 39 Grad Fieber und mir bloß nicht zu nah. Mein eigener Leibarzt, alle Mitarbeiter sind nett. Es ist ein tolles Krankenhaus. Okay. Ein Stück über die normale Station ist die Spezialstation, die ist für Patienten mit besonders schweren Krankheiten. Sprich ein bisschen lauter, ich höre nicht mehr so gut. Was ist wieder so voll hier, wie lange muss ich wohl noch warten? Manchmal sieht man, wie Leute mit dem Lift zur Spezialstation fahren, ob das wohl Angehörige sind. Tut mir leid. Dann nehme ich aber den Lift. Ja, Station. Wird bestimmt aufgehalten oder so. Wäre zu einfach. Was zur Hölle? Moin. Sich bei Zahlstation nur Angehörige und Mitarbeiter des Krankenhauses ist der Zutritt gestattet. Ich bin's. Wir kommen im Aufzug zum Stockwerk der Besonderstation, aber ohne Genehmigung kommen wir nicht in die Zimmer. Hier dürfen wir natürlich nicht rein. Was machen wir jetzt? Wir halten die zwei Wachposten aus und hacken uns an der vermutlichen versperrten Tür vorbei, um in die Zimmer zu gelangen. Das ist ja nicht eine direkte Offensive, aber die muss man gut vorbereiten. Das Risiko ist hoch. Verlassen wir uns lieber nicht auf einen Frontalangriff. Wir vertrauen auf deine Fertigkeiten, unser Ass im Ärmel. Das Terminal im Schwesternzimmer sollte mit dem Krankenhausnetzwerk verbunden sein. Ich muss dir jetzt nicht Schritt für Schritt erklären, oder? Ohne Befugnis ist der Zutritt zu dem Bereich streng verboten. Mit anderen Worten, raus hier. Normalstation, Empfang. Bin auf die Normalstation. Ist der Zwischenstock die Normalstation?
Verbindungssprung. Verbindungssprung ist eine Spezialfähigkeit der Hauptfigur. Du kannst die Fähigkeit an den Zugangspunkten nutzen, die auf der Karte erscheinen. Drücke bei einem Zugangspunkt die A-Taste, um in den Digitalraum oder das digitale Netzwerk zu springen. Hier kann ich ins in die Digi-Welt, sag ich einfach mal. Okay. Also ich hätte nicht gerechnet, dass wir in dem Spiel in ein Krankenhaus latschen. Ich speichere mal und höre dann heute mal auf. Obwohl, wenn ich jetzt noch ein bisschen aufnehme, dann habe ich noch eine Folge. Aber ich habe gar keine Lust mehr, deswegen höre ich jetzt auf. Dann war's das erstmal. Ich mach mal lieber ein Safety Save. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Kann halt nicht irgendwie an den Charakter mehr ranzoomen. Ich mag das normalerweise sehr gerne, aber geht nicht. In dem Fall, weil die Kamera nicht steuerbar ist in dem Spiel. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.